kommt zurück. Hochmotiviert geht es nun weiter. Irgendwann müssen wir es ja auch mal schaffen. Gegner lasse ich jetzt erstmal wieder aus. Okay, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Na gut, die zwei muss ich wegmachen, sonst könnten die mich eventuell gleich behindern, wenn ich bei den Schildträgern bin. Ah, man merkt, ich hatte wieder ein paar Tage Pause, dann muss ich erstmal selbst wieder ein bisschen reinkommen in die Steuerung. Oh Mann. Kurz eine Heilung und... So, da haben wir ja unseren Trick. Jetzt hoffe ich ganz einfach, dass ich hier wirklich gut durchkomme. Das Problem ist, sobald ich hier den ersten wegmache, werde ich sofort gesehen. Vielleicht könnte ich erst in dem Gebüsch dort hochgehen, an denen hier irgendwie vorbei. Gott sei Dank noch keiner was gehört. Genau, erstmal so viele ausschalten wie möglich. Und dann kann ich mich hier gleich mit den einzelnen komplett widmen. Na, komm schon. Kann ich mich sogar verstecken, um den schon mal einen Balken abzuziehen. Scheint sieht er mich jetzt gar nicht mehr. Genau das habe ich nämlich vor mit den Ölflaschen. Die habe ich gerade schon auf Schnellausrüstung gelegt. Wollte mal versuchen, den gleich anzuzünden. Komm, das Konfett nehme ich auch mal direkt mit. Um mehr aushalten zu können. Dann wollen wir doch mal versuchen, ob ich den erst einmal so bekomme. Und danach werde ich den mal ein bisschen in Brand setzen. Rennen. Ah, gibt's doch nicht. Okay, der weicht sogar aus, die Ratte. Doch gar nicht. Okay, dann versuchen wir es mal anders.
Ah, Mann! Ah, der hat noch zu viel, lohnt sich jetzt nicht. Auf Auferstehen machen. Ach, schade. Hab mir von der Verbrennung ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein, aber gut. Na, mein Gott, jetzt verdrücke ich mich ja auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Okay, aber gerade der Weg, der war auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ich da gegangen bin, da konnte ich viele ausschalten. Jetzt muss ich mal eben ganz schnell hier zurück. Naja, hopp du mal ruhig, ich bin gleich da. Scheint sich auch nicht umzudrehen. Er bleibt da zumindest mit dem Rücken zu mir. Also ich kann die ganz in Ruhe eben oben drauf. Perfekt. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann nie, ohne einen Schaden zu bekommen. Und ich habe noch dreimal die Kürbisflasche, also jetzt sollte ich es doch schaffen. Na komm, wo bist du? Damit ich hier wenigstens einen Balken abziehen kann. Der weicht auf jeden Fall gut aus. Na komm, ich muss es anders versuchen. Dann mit dem Kreis jetzt möchte ich nicht riskieren. Na klar, da haut der noch fünfmal rein, ey. Komm, nimm deine Flasche da und gut ist. Ja, schon fast so töten mit der einen Attacke. Ja, schon fast gar nicht. Ja,
Ach. Boah, ey, Mann, ist das so ehrlich, ey. Na gut, dann muss ich einfach versuchen, im richtigen Moment auf Kreis zu drücken. Was anderes bringt mir jetzt auch hier nicht wirklich etwas. Oh Mann, ey, ist das schlecht. Springt auf einmal komplett woanders hin. Bis hierhin sieht es ja gar nicht so schlecht aus, aber gut, das sind natürlich auch nur die ganz kleinen Bots. Oh, wieder Glück gehabt. Weil ich den Moment den Todesstoß gemacht hat, sonst haben mich beide wohl getroffen. Bis hierhin passt ja alles. Da nicht im richtigen Moment tritt, dann haut da und direkt dreimal rein, also weiß ich nicht. Perfekt, ich hab's geschafft einmal. Ich hab's gar nicht geschafft. Ach,
habe gar keine Dinger mehr, okay. Komm, heil dich. Ach, hast der eine Reichweite, Mann, komm. Die bringt mir jetzt nichts mehr. Was ist mit dem? Boah. Puh, Junge, 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 ey. Was ein Reflex. Habe ich Glück gehabt. Gebetsperle. Endlich. Ich glaube, jetzt haben wir sogar 4. Ja. Wenn wir uns vielleicht direkt erstmal unsere Vitalität hochziehen. Mann, 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 was ein Kampf gegen den. Na, und dahinter ist dann Gott sei Dank die nächste Buddha-Statue. Können wir die auch hier direkt abgeben, oder? Ja. Okay, perfekt. 4 Gebetsperlen verbrauchen, um deine Körpermerkmale zu verbessern. Erste Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Sehr schön. Ja, war auch ein bisschen knackig, aber gut. Irgendwann, wenn man dran bleibt, dann schafft man es. Gott sei Dank mal. Hier scheint es weiter zu gehen. Ich komme hier irgendwie an den hinten ran. Da oben haben wir noch einen. Also sogar Bogenschütze, schnell hin. Ah, wo kommt der denn her? Ah, Mann, jetzt bin ich... Ah, jetzt habe ich mich schon reinlucken lassen. Ei. Jetzt lacht mich, der hat... Boah, muss ich da extra noch auf Rasten machen oder wie? Ja. Okay, schon mal gut zu wissen, ich kann auch schwimmen. Wenn wir den Dambier zum Einbruch drin? Scheint nicht. Wie komme ich mir jetzt hier wieder raus? Ah, ist natürlich jetzt richtig blöd. Gedacht, der rastet da automatisch, aber gut. Ja, nicht noch versucht anzuzünden.
Fähigkeitspunkt haben wir 2. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Rennen und Gleiten. Das ist auch gut. Ermöglicht aus dem Sprinten heraus in eine geduckte Position zu gleiten. Laufe durch einen Bereich und rutsche außer Sichtweite. Täuscht leicht die Augen deines Feindes. Ah, okay, nicht schlecht. Haben wir den Bogenschütze. Und diesmal lasse ich mich hier nicht in die Falle locken. So, räumen wir erstmal alle hier leer, damit ich ganz in Ruhe. Du brauchst ja gar keinen Bogen dran. Ah, na, wo springt der denn hin? Du brauchst dir gar nichts irgendwie mit deine Pfeile machen, Kollege. Schon echt gut Damage auf jeden Fall. Ah, da hinten haben wir was Gelbes, das hole ich gleich. Och ne, da steht doch schon wieder jemand. Nochmal Öl. Gut, vielleicht können wir es ja hier gleich gegen andere Gegner mal verwenden. Und nochmal Löschpuder. Ja, sollte ich vielleicht gleich auch mal zum Einsatz bringen. Vielleicht können wir dich ja gleich mal ein bisschen anfackeln. Ah, der steht da schon so. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine andere Möglichkeit... Ach, da ist so ein Dicker wieder. Ah, okay. Ich komme aber hier an der Seite dran. Ach, klar. Jetzt hat er mich gesehen. Wollte doch gerade sagen, ich habe so leicht im Augenwinkel dort noch irgendwo hier angesehen. Jetzt gibt es ja wenigstens, dass der Alarm ist. Brennt die Papa, komm. Sieht denn ja fast gar nichts ab. Yeah.
Eieiei. Voll, ne? Komm her, Junge. Wo habe ich gerade noch was Gelbes gesehen? Ja, war ja hier. Hatte ich schon einen gesammelt. Oh Mann. Junge, Junge, da haben die aber wirklich hier alles in Schutt und Asche gelegt. Ach, da sitzt schon wieder jemand. Vater. Du bist es. Ich habe versagt. Vielleicht haben mich die Jahre endlich eingeholt. Kümmere dich nicht um meine Wunden. Es hat keinen Zweck. Dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Ja, komme ich gleich zu. Allein der Unterschied, wie krass er ist zwischen mir und dem Vater. Der, hör mal, der ist ja mit doppelt so groß und doppelt so breit. Einfach nur krass, müssen wir mal gleich darauf achten. Versteckter Tempelschlüssel, der Schlüssel zum verborgenen Irata-Tempel, ein Geschenk von Der geheime Tempel befindet sich ganz hinten im Irata-Anwesen. Der Herr ist absolut. Verteidige ihn mit deinem Leben. Wenn er entführt wird, bringt ihn um jeden Preis zurück. Was ist das? Der Schlüssel zu dem geheimen Tempel im Wohnhaus des Anwesens. Der göttliche Erbe ist dort. Der Vordereingang ist keine Option. An dem Feuer kommst du nicht vorbei. Jawohl. Vielleicht über die Klippen gleich hier draußen. Ja. Kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang über den Friedhof. Das ist dein Weg hinein. Verstanden. Wolf, vergiss niemals die eisernen Regeln der Shinobi. Ja. Dein Herr ist absolut. Wolf, beschütze den Herrn mit deinem Leben. Vater. Mal untersuchen. Er wird wohl tot sein. Ja, da kommt nichts mehr. Mal schauen. Ich muss nach links gehen und den Klippen folgen. Wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich einen Weg ins Innere des Anwesens. Überlass das mir, Vater. Ja, ganz abschreiben möchte ich ihn noch nicht. Vielleicht kommt er doch noch mal später irgendwann. Aber vorerst gehen wir hier erstmal weiter.
Ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber ich drücke mal lieber immer ein paar Mal hintereinander, bevor ich zu spät hier drauf drücke. Dann geht's hier runter. Ja, sieht so ein bisschen aus, als wenn ich hier gerade beim Bildhauer wieder bin. Kommt es mir hier nur so vor. Sieht auf jeden Fall ziemlich ähnlich aus. Ich glaube sogar, das ist das Gebiet. Wenn man hier in die Ecke festpackt, ne? Jetzt. Guck mal, ich. Ach, Mann, ey. Junge. Kommt man da nicht mehr raus, also weiß ich nicht. Manche Ecken da. Och ne. Ach komm, jetzt wirst du kleiner Scheißbot anfangen zum Gegner hier oder wie? Ah ja. Mann, ey. Ist ja gar nicht. Ja, klar. Wieder alle alarmiert hier. Das löscht, Bruder. Hauen wir uns mal ein bisschen drauf hier. Na komm her, Bogenschütze. Ach, rennt direkt weg. Na, lieber schön vom Weiten, ne? Ist klar. Verteidigung ist fast durchgebrochen. Oh Mann, ey. Damage, die Axt hier bei ihm einfach macht.
Warum kann ich denn nicht im richtigen Moment da wegspringen? Ach. Mann. Ah, göttliche Hilfe. Okay, nicht schlecht. So macht man's. Na du kleiner Bogenschütze. Ach, schade, einen hätte er noch gebraucht, dann wäre er weg gewesen. Ja, erstmal mit dem hier hingehen. Ja, aber ziemlich knapp. Den paar Mal perfekt geblockt habe, muss ich jetzt nicht die komplette Lebensleiste runterziehen. Treff mal, Junge. Schnell wie der Wind. Okay, mit ihm müssen wir nicht nochmal neu reden. Mit ihm wohl gerade auch ein bisschen schwer. Gar nicht Wache stehen. Der erste ist schon mal weg. Da können wir lauschen. Ich wette, das Feuer im Anwesen ist mittlerweile total außer Kontrolle. Ja. Wenn jemand raus will, muss er den Weg durch diese Höhle nehmen. Lasst keine einzige Ratte entkommen. Befehl von Yuzo-sama. Ich weiß. Ist mir egal. Ich hasse selbstsüchtige Bastarde, die ihre Leute beim ersten Anzeichen von Gefahr im Stich lassen. Major.
viele hier hinkommen. So einige habe ich wohl angelockt. Erstmal den Bogenschützen da hinten wieder wegmachen. Scheint das gewesen zu sein, oder? Perfekt. Ha? Bin ich aber gut versteckt. Mann, Mann, Mann. Wandsprungkette, X anwenden mit Halt, Wandsprungkette. Ah. Ah, komm, so eine Buddha-Statue wäre jetzt mal nicht verkehrt hier. Ah, da ist schon eine. Perfekt, nochmal Öl. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Break und dann geht es im nächsten Part weiter. Also wenn ihr mögt, seid auch gern beim nächsten Part dabei.